Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Yo. Gibst du uns irgendwas? Nein. Und der alte Mann da. Oh, bleibt nicht so viel hoch. Okay. Ja, hier auch nicht wirklich. Ich habe da eigentlich ein bisschen was anderes in Erinnerung gehabt. Aber okay. Dann war es halt nicht so. Man kann sich ja mal irren nach ein paar Jahren. Wir können mal schauen, ob der hier... Nee, der hat keinen Hyperheiler. Na, schau mal, schon alleine für so einen Feuerheiler zahlt sie schon 250. Also ein Hyperheiler wird natürlich noch mal deutlich mehr kosten. Kommen wir zwei von... Deswegen brauchen wir damit ist dann dieser Lava-Kicks ja dann doch schon sehr billig. Ich gehe jetzt nochmal noch ein paar hier. Ich gehe mal hier im Berg runter. So, hier ist so ein Item. Ein Nugget oder irgendwas. Und auf dem Berg haben wir auch ein Item übersehen. Na gut. Pass auf, anschließend war das nur wieder ein Paralyseheiler oder. Aber wir müssen trotzdem so lang gehen, weil wir jetzt im Berg heruntergegangen sind. Nugget. Sehr schön, Salvan. So, und los. Tja, hier reden die Personen dann noch nicht mal mehr mit dir. Mit den Kristall etc. haben sie ja dann erstmal noch mit dir gelabert, nachdem du ja mit dem Zug da gefahren bist. Also Kristall, Gold und Silber. Ich find's gut. Für den. Ich glaub, das müssten ja glaube ich noch Color-Spiele gewesen sein, ne? Für den Game Boy Color. Zug, ja, das war, gab's ja eine Zugstrecke von welcher Region war das nochmal? Kanto nach Johto? Kann sein, ja. Hier ist ein Kräuterladen. Man müsste ja eigentlich. Kräuter, Energiestaub, Kraftwurzel. Ja, 200 Punkte auffällt. Was ist denn Vitalkraut? Vitalkraut. Das ist so teuer. Ein Vitalkraut, das besiegt Pokémon belebt. Alter, das ist voll teuer. Was kostet ein Beleber? Die Hälfte ungefähr. Ah. Warum soll ich Kräuter kaufen? Lieber diese chemischen Sachen, die sind noch besser. Eben, wo du überhaupt nicht weißt, was drin ist. Das ist hier. Du da. Hast du was für uns? Ja, Ingaton Ei labert der da. Achso, Pension. Das ist nur der dazu labert zu dem Ei. Oh, und jetzt kommt dieses Rätsel. Bin ich gar kein Fan von. Ach Gott, das ist ja wieder so reines. Die verstecken sich dann überall. Mit einem Schnecken. Ja. Wasser-Pokémon haben wir ja aktuell noch nicht. Ich weiß gar nicht, hatten wir ein Wasser-Pokémon geplant? Ja, glaube nicht. Oh, es setzt mal Gesang ein. Ach verdammt, hier ist das Dokument nicht. Doch. Oh, Schlag. Doch, hatten wir. Doch, doch. Dauert auch nicht mehr so lange. War das... Achso. Das ist, glaube ich, das wär, fünfte? Wenn das jetzt hier höchstwahrscheinlich ein Feuerorden ist, oder zumindest ein Orden, wo es hauptsächlich um Feuer-Pokémon geht, würde sich natürlich normalerweise ein Wasser-Pokémon ziemlich anbieten. Wie fängt man das nochmal? Ich weiß nicht, aber wo man das eine da bekommt. Das Problem ist, ich müsste jetzt das Dokument raussuchen, um zu erfahren, wie das Ding überhaupt hieß. Ja, dann machen wir dann nach der Aufnahme. Oder wir machen es nach der Aufnahme. Wir wollen ja schließlich nicht spoilern, welche Pokémon wir noch vorhaben zu fangen. Und auch kein Level Up. Und was kommt jetzt wieder an Schneckenmann? Da werden wir das auswechseln. Dann ist es Level 21. Wann entwickelt sich nochmal das Wablu? Das weiß ich gar nicht. Mit über 30? Moment. Wablu? Wablu entwickelt sich mit... Oh Gott, Level 35. Also, falls du noch ein bisschen was vorhast... Also ich würde privat auch trainieren. Bodyguard, ne? Bodyguard brauchen wir nicht.
So, den ersten Typ in der Arena erledigt. Aber hat noch 80 Millionen. Oh, geht's gleich weiter. Tja, wir sind falsch gesprungen. Man kann hier nicht mehr rennen. Nö, das würde ja dann auch zu schnell gehen, aber ich hab sowieso ein Gefühl, dass wir in der Folge nicht mehr rechtzeitig zum Arena-Leiter kommen. So, jetzt kommen wir auf der anderen Seite auch noch, ne? Ja, ein Dreierkampf, wie in den neuen Generationen. Ach, irgendwann musst du gegen 10 Trainer gleichzeitig antreten. Weil die natürlich keine Lust haben, gegen sich selbst auch noch anzutreten, ne? So und so. Komm mal, ob es erledigt dann. Glaubst du, Jungloot entwickelt sich noch vor den Arena-Leiter? 36 war das, glaube ich, ne? Ja. Ich bin überlegen, ob ich darauf drauf auslegen soll, dass es sich dann entwickelt. Das ist schwierig zu sagen. Und ich glaube, das sind ja noch anderthalb Level oder sowas, das die Jungloot, glaube ich, braucht, ne? Ja. Das könnte Wapu links liegen lassen soll erstmal die Arena. Naja, also Wapu weiß ich nicht, ob wir das später überhaupt nur so viel einsetzen. Ich denke, da wird Jungloot später eine etwas wichtigere Rolle spielen. Die Arena dann oder so machen. Welche Generation sind wir? Dritter. Na naja, gut, wir haben mit 41 und 48 dann nochmal ein paar Angriffe. Und dann war's das auch. Mit hier Logo hat man ja mehr KP und dann hält man ja dann hier besser aus dann bei der Arena-Leiter, also. Denkt man, das ist dann besser, wenn man jetzt bei der Arena dann auch Jungblut konzentriert, dass es sich entwickelt, dann ist es ja stärker. Ja, aber dazu müssten wir jetzt auch erstmal Jungblut noch ein bisschen weiter nach oben kriegen, denn Jungblut wird nicht anderthalb Level oder ein ganzes Level beim Arena-Leiter machen, denke ich. Genug Trainer. Ja, und wir machen auch gerade genug Doppelkämpfe. Ja, da kriegen wir auch genug XP. Oh, Flammenwurf. Ja, aber die sind dann auch halbiert. Ja, das sind dann zwei Pokémon. Das ist mir halt nicht halbiert. So, wir sehen. Das gibt keine Logik. Nur es ist nicht halbiert, aber es ist auch nicht komplett. Denn die beiden bringen ja nicht gleich viel. Oh, Jungblut müsste langsam auf 35 sein. Wenn noch ein bisschen fehlt, dann gehe ich kurz in den Gras und weg der Level da ein bisschen. Dann kannst du ja nachschauen bei im Menü, wie viele Erfahrungspunkte da noch fehlen. Sind wir jetzt? Also auf den letzten kommt auch noch was? Nee, zum Glück nicht. Weil Logok entwickelt sich, aber bei der Entwicklung kriegt er ja da Himmelsfähiger und geht zum Beispiel die Attacke. Ja, fast Level Up. Ich hab voll Sprachfehler. So, dann schon mal Level Up, da fehlt mir noch ein Level. So, wo kommen wir jetzt hin? Noch ein Trainer. Was hat der wieder für interessante Pokémon? Feuer-Pokémon, logischerweise. Was für eine Überraschung, immer ein Schneckmark. Wieso können die nicht mal mit einem schönen Quirtle oder wie auch immer das ist? Nee, das meine ich nicht. Glumanda. Einfach mal aus der ersten Generation. In der Generation ganz plötzlich, in der ersten Generation. Ich finde das schön, dass sie übrigens sehen, dass du dann gerade zu der Zeit genau da stehst, dass sie da überhaupt durchspringen. Die haben da so ein Fernrohr so rausgucken, damit sie alles beobachten können. Ah, okay. Wie beim U-Boot.
Dann haben die aber ziemlich viel Langeweile. Mhm. Hier müsste eigentlich auch noch einmal rein, oder? Eine Sekunde, oder? Müsste ich eigentlich schon gleich hier fertig sein. Das weiß ich nicht. Am Anfang. Ich geh mal aus dem Pokémon Center lieber. Wenn wir hier schon hier sind. Okay, ich hab noch kein Level Up mehr. Das glaube ich nämlich auch nicht. Und kannst da gleich auch mal schauen, nachdem wir kurz geheilt haben, wie viele Erfahrungspunkte wir dann noch benötigen. Da passt über die Hälfte. Ja, bei den Zahlen. Das war nicht so wichtig. Dann können wir mal abschätzen, wie viele Pokémon wir noch unbedingt noch töten müssten, theoretisch in der Arena. Ich kann jetzt hier einfach durch und verlieren, dann verlieren wir halt. Da sind wir halt Nieten, die nichts können. Was ist eigentlich da unten? Test es aus. Im Notfall landen wir wieder irgendwo am Anfang. Oh, Sinn. Ja, der ist ja sinnvoll. Von wo wie verschwindet man da, wenn man da reinspringt? Tja, das Lustige ist, dass du auch irgendwie nach oben und nach unten springst und Oh, falsch. Oder doch nicht? Hä? Ich blick hier nicht durch. Wir werden sehen, wenn wir irgendwie irgendwann mal beim... Wenn irgendwann mal beim Pokémon... Ne, bei der Arena-Leiterin ankommen. Jetzt aber. Meinst du? Das war ein richtiger Weg. Jetzt hier oben hin. Und jetzt welches der richtige? Such dir eins aus, links oder rechts. Du hast die Wahl. Da war's andere. Oh! Ich mag diese Rätsel nicht. Es ist doch schön. Ich meinte in Silber... Nein, nicht daran. Kristall und Gold hat es ja noch dieses eine Rätsel, wo du auf schwarzem Boden laufen musstest. Und ja überhaupt nicht wusstest, wo du genau lang laufen musst. Und wenn ja einen falschen... Das haben wir doch schon gemacht in Silber. Ja, aber da war es ja deutlich einfacher als in, als in der Originaledition. Da konntest du ja wenigstens auch sehen, wo du lang musst. Am schlimmsten war die Höhle in der ersten Generation. Ich hatte nie Blitz. Um da durchzukommen, habe ich nichts gesehen. Das, ich bin blind durchgegangen. Das war dann... Na, schaff mal die Arena-Leiterin noch. Ich habe es vergessen zu lesen, aber auch egal. Es ist so spät. Ja, irgendwas mit ihrem Großvater und Attacken erlernen oder vergessen oder irgendwie sowas. Unkamaup. Das ist ja leicht noch zu besiegen. Ach, zum Schluss kommt die Weiterentwicklung von Unkamaup, ne? Ah, dieser Riesenvulkan? Ja, dieser komische Kamel. Naja, mit dem Riesenvulkan hat er, glaube ich, dann plötzlich da auf dem Rücken. War aber nur zwei Höcker aus Stein, meine ich. Nicht wechseln. War das nicht so ein Vulkan? Das waren zwei Höcker. Aus Stein. Na, sehen wir ja gleich am Ende. Okay, die ersten zwei sind ja schon mal einfach. Ja, guck mal, wir sind ja auch 11 Level drüber, ne? Kann man das, jetzt kommt's, glaube ich. Ja, und? Zwei Steinhöcker. Oder Vulkane. Achso, naja, gut. Da kann man beides sagen, das sind Steinhöcker oder Vulkane. Erkennt man eh nicht. Ich hatte das auch ein bisschen anders in Erinnerung, dass da auch noch so Lava rauskommt. Okay. Das ist die Mega-Entwicklung. Das ist dann die Mega. Ich find's überhaupt, das gibt. Oh, Anziehung, wer kann schon dieses Pokémon sich verknallen? Nein, was haben wir denn hier? Oh, greife an! Sauber! Junglutbeste! Es hat keine Mega-Entwicklung. Ich oder weiß, das ist zumindest das keine Eigentlichkeit. Dafür kannst du dir hier wieder die AR-Marke klauen von den Pokémon. Die wurde hier nämlich auch nochmal mit angezeigt. So, dafür kriegt ein Kürtel, der letzte. Oh, das sieht ja gar nichts ab. Was der Schwachsinn mit der AR-Marke soll. Oh, wieder Anziehung, warum? Kann man sich in so einen scheiß Pokémon verlieben? Das ist doch voll hässlich.
Unser Jungglut ist da eine andere Meinung. Das ist doch ein schönes weibliches Pokémon. Oh, Feuer wird jetzt nochmal verstärkt. Ja, bringt ja voll gegen Feuer-Pokémon. Ja, ich mach Feuer mehr Schaden. Durch, sonst gibt's Schläge. Wenn wir Schläge haben. Boah, nur noch Parallel. Ist auch noch Parallel. Kriegen Jungglut nicht mehr heil durch den Kampf durch. Also auch jetzt kommt entweder ist paralysiert oder ist starr vor Liebe. Komm Jungglut, ja. Oh Gott, er hat sogar noch. Oh. Der Schaden hält sich ja etwas in Grenzen. Jetzt hat er noch. Zuckerler. Oh. Ja. Vier Lebenspunkte sind ja nicht mehr so der Hammer. Was hat er jetzt? Heilt sich nochmal vollständig auf oder sowas? Stellt seine Statuswerte wieder her. Ja, Doppelkick. Volltreffer kommen. Oh, schade. Jetzt heilt er sich. Ich heil mich auch. Haben wir vielleicht eine Top-Genesung? Nein. Dafür haben wir das Geld nicht. Wir müssen sparsam sein. Wir haben halt, glaube ich, noch ein paar Flaschen Sprudel. Ja, finde ich nicht. Was Stärkeres. Wir haben KP Plus noch. Das bringt uns jetzt aber gerade wenig. Ach, das ist falsch. Ja, super Schutz wird ausreichen. Jetzt, was kommt jetzt? Hypertrank. Die hat natürlich einen Hypertrank. Natürlich, um das Pokémon erstmal wieder vollständig aufzuladen. Und jetzt kommt gleich wieder irgendwie Anziehung oder sowas in der Art. Das ist unser schönes Item Lava Cakes. Aber hatten wir keinen Paraheiler? Ich wollte Lava Cakes, vielleicht geht die Anziehung dann weg. Ich glaube, wir sind doch, glaube ich, gar nicht mehr angezogen, oder? Oh, super, das bleibt gut zu wissen. Jungglut, du bist unglaublich. Jungglut soll nicht sterben. Lebe. Jungglut schafft's nicht, sie ist ein. Es ist nicht gut genug. Es darf sich nur nicht verlieben. Ach, halt das noch. Bald haben wir keinen Sprudel mehr. Jetzt kommt sowieso gleich erstmal wieder Starrvorliebe. Nein, Doppelkick. Nee, doch nicht. Sonntag. Auch jetzt kommt gleich wieder. Komm, Starrvorliebe! Oh. Ja! Ich hab's gewusst. Jungglut ist einfach schwach. Sterb, Jungglut, sterb! Du Scheiße! Ist sowieso erstmal wieder starr vor Liebe und. Ach nee, oh, doch nicht, schade. Sterb! So. Ja, jetzt sind wir unser Jungblut los. Jetzt kommt Sitzekoller! Steuerak. Steuerak schafft es jetzt. Pass auf, Steuerak enttäuscht uns nicht. Haben wir eine Attacke, die auch ein bisschen effektiv ist? Was können wir denn? Gib mir einfach mal eine Metallklaue oder irgendwie sowas, oder? Body Slam. Ich hätte was anderes eingesetzt. Auch wenn es jetzt paralysiert ist, aber trotzdem ist der Zirkular ganz so gut wie weg eigentlich. Von Metallklaue. Ah ja, das geht doch, ist doch gar nicht so gut. Das ist doch ein Feuer-Pokémon. Ja und? Aber ich glaube, es ist auch noch ein Boden-Pokémon. Ja, es ist Feuer-Boden. Ach ne, warte, das ist ein anderes Pokémon. Moment. Das ist noch Kamerupt. Komm, Lebensschelle. Das ist ja. Wo ist jetzt wieder ein Hypertrank? Was ist das für ein Pokémon? Es ist kein Pokémon, es ist ein Trainer. Ne, stimmt. Das ist sehr effektiv und zieht 10 KP ab. Ja, geil. Früher Body schick aus. Und das macht jetzt auch Anziehung. Wieso haben wir kein weibliches Pokémon? Wablu haben wir weiblich, aber es bringt nichts. Wablu ist auf dem ersten Angriff tot. Ich mach jetzt was. Beutel. Gott. Ich hab einen Brief. Ich hab noch Beleber gekauft. Jungglut wird jetzt frisch gemacht.
Das ist wieder Body Slam ein. Ja, 5 Lebenspunkte überzeugen an Schaden. Jetzt setzt das doch Hitzekolle ein, wie blöd bist du, Griffin? Jetzt. Ja, ich sag ja, du musst es jetzt mit Steuerrack schaffen. Das schaffst du mit Metallklaue. Da setzt mal Bodycheck ein, wir wissen, wie viel das abzielt. Und davor liebe gar nichts. Ja, Hitzekolle, ich hab's mal gelernt. Ein Volltreffer. Natürlich. Wir sitzen gar nicht lange an den Kampf. Ach Ivo, was sind denn 8 Minuten Arena-Leiter? Das ist doch Standard. Ich werde jetzt auch nicht beenden, mir ist scheißegal, ob überziehen. Erstmal, wenn wir mit dem fertig sind. Also manche sind wir bei einer halben Stunde. Wenn wir wirklich bei einer halben Stunde sind, splitte ich. Dann splittest du, aha. Aber sonst nicht. Jetzt aber. Jetzt kommt erstmal wieder Hyperheiler. Ich hoffe nicht. Boah, ey. Jetzt sind wir aber auch erstmal Pyra wieder vor. Ich freue mich, wenn wir das erste Mal Top-Genesung haben. Ja. Wir haben es geschafft. Unglaublich, nach fast 9 Minuten Kampf gegen den Arena-Leiter. Boah, endlich, jetzt kommt die Entwicklung. Na, ist doch was. Jung Dude, wir sind stolz auf dich. Du bist scheiße. Er hat uns doch noch gerettet. Und unser erstes Pokémon auf letzter Entwicklung. Stimmt. Jetzt haben wir schon mal einen Logok. Feuerfeger. Ach, Feuerfeger, ist das genau, nicht Himmelsfeger. Was kommt dann weg? Das war ein Protzer. Hin? Ja, das ist nicht. Wir setzen eh Protzer nie ein. Ach, das war schon wieder unser Schwassensangriff. Das war kein Angriff, das erhöht Angriff und Verteidigung. Ja, okay, ja, aber das werden wir jetzt auch nicht vorlesen, was hier alles geschrieben wird. Aber wir haben den Hitzeorden. Unser vierten, jetzt haben wir die Hälfte schon mal. Ja, und wir kriegen wahrscheinlich jetzt Hitzekoller noch. Pass auf. Ja, das kann man eigentlich erlernen, oder nicht? Hier, Lokok. Lokok kann das sicherlich erlernen. Ist ja schließlich ein Feuerangriff. Ich wüsste nicht warum. Hier hin und verabschiede mich hier. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.